Hallo ihr Lieben, Zeit sich mal wieder mit dem Thema zu befassen, mit dem man sich am allerleichtesten unbeliebt machen kann, nämlich mit dem Männer-Frauen-Thema. Das ist eine sichere Bank, wenn man sich wirklich zwischen alle Stühle setzen will und wirklich alle anpissen will, dann macht man das. Das mache ich gerne, weil der richtigste Platz ist stets zwischen allen Stühlen. Beziehungsweise wenn man Fragen stellt, von denen zum Beispiel Linke nicht wollen, dass man sie stellt und dann Antworten darauf gibt, die Rechte nicht hören wollen, das ist auch sehr, wie soll man sagen, wirksam. Das mache ich jetzt hiermit, glaube ich, hoffe ich zumindest. Also ich bin der Meinung, dass wir weiterkommen in unserer Entwicklung, also sozusagen als Menschheit, wenn wir anfangen, wenn wir über dieses merkwürdige Ding namens Patriarchat nachdenken. Und eben auch, sagen wir mal, nachhandeln, nach dem Nachdenken. Wenn wir davon ausgehen, dass das erste Opfer des Patriarchats Männer sind. Oder genauer, kleine Jungs. Also sagen wir so, bevor Männer zu stabilen Säulen des Patriarchats werden und anfangen, anderen Menschen, unter anderem auch ihren Mitmännern, aber eben nicht nur, sondern auch Frauen, Kindern, homosexuellen Menschen, Transgender-Menschen, allen möglichen Menschen, auch Menschen in fernen Ländern, Menschen anderer Hautfarbe, schlimme, schlimme Dinge anzutun. Bevor Männer das tun, werden sie erstmal selber zum Opfer. Also, wenn ich sage, Männer sind das erste Opfer des Patriarchats, meine ich es nicht, dass sie das größte Opfer des Patriarchats sind, sondern dass sie zeitlich das erste Opfer sind. Also bei dieser Opfergeschichte, da gibt es große Gründe anzunehmen, zum Beispiel, dass Kinder schlimmer geschädigt werden oder dass Frauen schlimmer geschädigt werden. Nur als Beispiel als Männer. Gibt es Gründe, könnte man gründen, wenn man in diesen Vergleich geht, wer wird schlimmer geschädigt. Warum man das aber wollen sollte, weiß ich nicht, weil ich gehe immer davon aus, dass das eigentliche Ziel halt von uns Menschen ist, dass es allen möglichst gut geht. Und wenn man wirklich so teleologisch reden will, was hochproblematisch ist, also der Geschichte ein Ziel geben will, ein Ziel unterschieben würde, würde ich sagen, das Ziel der Geschichte ist, dass wir schaffen, besser miteinander umzugehen, sodass es wirklich allen insgesamt besser geht. Das ist für mich gesetzt. Also alles andere erscheint mir hochgradig absurd. Ich meine, wir sind so soziale Wesen, wir leben auf einem kleinen Planeten. Wenn es einem Menschen schlecht geht, hat das Folgen für alle anderen, auch wenn das oft unsichtbar ist, aber es hat Folgen. Also es ist immer irgendwie dann irgendwann doch eine Selbstschädigung, auch wenn das sehr indirekt kommt und häufig nicht bewusst ist. Aber sozusagen, wir können es uns als Menschheit gar nicht leisten, dass es irgendwelchen Menschen auf dem Planeten schlecht geht. Also es ist immer ein Thema. So, davon gehe ich mal aus, dass wir uns nicht so entkoppeln können, dass wir praktisch da haben wir irgendwie total glückliche Menschen, so eine Art, ich könnte das nennen, Glücksapartheid. Also die Vorstellung nenne ich Glücksapartheid, die Vorstellung, dass wir irgendwie so in geschlossenen Zirkeln, unter anderem vielleicht auch Männerzirkel, da Wesen sind, die to sind total glücklich und gleichzeitig sind da me andere Menschen, die werden total unterdrückt, denen geht es total schlecht. Ja? Dass das möglich ist, die Vorstellung nenne ich Glücksapartheid und ich halte sie für absurd. Einer wenigen Menschen, die ich kenne, die das Gleiche gedacht hat, dass das wirklich vollkommen, vollkommen, vollkommen absurd ist und sich dann also irgendwie noch theoretisch betätigt hat, das ist auch hochfragwürdig, diese ganze Theoriekacke, der ich so stark anhänge, ist die Hannah Arendt. Hannah Arendt hat das sehr klar gesehen, sehr klar beschrieben in ihren Werken aus dem Nachlass. Das sind halt die, die ich am besten kenne, zufällig. Ja, das heißt, herausgegeben im, glaube ich, Fischer Verlag oder Rowohlt Verlag, weiß ich nicht, unter dem Titel Was ist Politik? Wer das verstehen will, lese bitte danach. Und die Hannah Arendt beschreibt das ganz wunderbar, warum das nicht funktioniert. So, also das alles vorausgesagt haben, vorausgeschickt haben, glaube ich, dass wir weiterkommen, dass wir, also wenn wir begreifen, dass es Männern im Patriarchat nicht gut geht, überhaupt gar nicht gut geht, ja. Und dann kann man eben sagen, naja, wenn das doch so ist, Männern geht es nicht gut, Männer unterdrücken alle anderen, bla bla bla, halten sie von den Machtzentren fern. Warum tun die das dann? Sie schädigen sich ja selber. Warum sollte sowas tun? Naja, das ist halt der Trick. Der Trick ist, dass wir kleine Jungs so zurichten, dass es ihnen am Ende gar nicht mehr wirklich um ihr eigenes Wohlergehen gehen kann. Das sieht nur von außen so aus, dass Männer so, was weiß ich, egoistisch sind, dass Männer so. Also dieses komische Statusstreben, also nach der Devise, wir streben nach Status, wir streben nach Macht, wir streben eben nach den nah an den Fetttöpfen zu sein, also mehr Geld, politische Positionen, leitende Positionen, Unternehmen und so weiter, noch und nöcher, bessere, keine Ahnung, egal, ne? Also
Ihr wisst, was ich meine. Dieses ganze Ding, da geht es um alles Mögliche, aber es geht nicht darum, dass die Männer glücklich sind. Ja. Wenn es darum ginge, dass Männer glücklich sind, würde es nur um, da, ich weiß, ich reite das tot, aber dann würde nicht die Selbstmordrate von Männern dreimal so hoch sein. Ja. Klar, Frauen machen mehr Selbstmordversuche, aber Männer machen mehr vollzogene Suizide. Und da zu denken, ja, irgendwie die Frauen sind zu blöd zum Selbstmord, das ist also einer der dümmsten Gedanken, die ich überhaupt mir vorstellen kann. Das ist, die Leute wissen, was sie da tun. Männer wie Frauen wissen, was sie tun. Ja. Die sind nicht blöde. Ja. So, das hat Gründe. So, und manche gehen davon aus, dass übrigens die Selbstmordrate von Männern noch viel höher ist, dass sehr viele Unfälle, die Männer haben und auch bestimmte Krankheiten, die sich Männer so anlachen, eigentlich verkappte Suizide sind. Das ist sozusagen, das sind hochsoziale Suizide, insofern als sie das Umfeld entlasten. Weil natürlich ein Selbstmord belastet das hinterbliebene Umfeld so gut wie immer. Und wenn man es wie einen Unfall aussehen lässt, das ist auch nicht schön, aber leichter auszuhalten als der Gedanke, derjenige Mensch hat sich umgebracht. Und auch Männer sind soziale Wesen. Ja. Auf irgendeiner Ebene sind sie das. So, manche auch auf mehreren sogar. Es gibt Menschen, denen wurde ihre soziale Ader nicht völlig abtrainiert, obwohl sie einen Schwanz zwischen den Beinen und ein XY-Chromosom haben. Ja. Also die gibt es tatsächlich. Nicht ganz so viele, aber es gibt sie. So, also, die Frage, warum machen Männer das, wenn es sie doch selber schädigt? Ja, wenn wir mal davon ausgehen, dass sie selber schädigt. Weil das, was wir derzeit machen, ist immer wieder, immer, ja, die Männer geht es ja super im Patriarchat. Ja. Also, da muss man nur mit Männertherapeuten reden. Unterhaltet euch mit Leuten, die ihr Leben damit verbracht haben, professionell mit Männern zu arbeiten nach ihrem Zusammenbruch, nachdem sie dysfunktional geworden sind, nachdem offensichtlich dieses Ding zusammengekracht ist, was wir alle versuchen aufrechtzuerhalten. Ja. Und da sieht man dann einiges, und dieses Einige hat nicht nur was damit zu tun mit den Männern, die zusammengekracht sind, das hat was mit allen Männern zu tun. Also diese Männertherapeuten können dir extrem viel erzählen darüber, was Männlichkeit eigentlich ist und was wir kleinen Jungs nach wie vor antun, wenn sie auf diese Erde purzeln. Ja, was wir da machen. Und danach wundert dich nichts mehr. Ja, es ist nicht schön, aber man kann da viel verstehen. Ja, und man hat auch einen stärkeren Eindruck, wie gesellschaftlicher Fortschritt aussehen könnte, wenn wir ihn denn wollen. Ja, also wenn wir weitere Emanzipation wollen, wenn wir wirklich politische Gleichheit wollen, also dass sozusagen auf der Machtebene Gleichheit herrscht, ja, also auf der Ebene, wo die Macht verwaltet wird. Wenn wir da wirklich Gleichheit haben wollen, zum Beispiel auch unter anderem zwischen den Geschlechtern, dann kannst du dir von Männertherapeuten Dinge anhören und dann ist es gut verstehbar. Ja? Also es ist dann, nichts ist mehr rätselhaft oder so, und es gibt halt auch Lösungsrichtungen. Ja? Also dann hast du Lösungen in der Hand, da kannst du was machen. Das, ja, aber momentan ist so, dass dass irgendwie die einen irgendwie sehen überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwas zu machen. Wo ist das Problem? Und die anderen sind mehr damit beschäftigt, irgendwie Recht zu haben, aber nicht Dinge zu verändern. Beides finde ich extrem, was kann ich sagen soll. Also wenn ich ehrlich bin, sage ich, finde ich beides extrem lästig. Ich fühle mich belästigt durch beides. Ich fühle mich belästigt durch die Leute, die sagen, alles ist ja in Ordnung. Ich fühle mich belästigt durch die Leute, die nur schreien, irgendwie hier ist was Unrecht, aber überhaupt kein Interesse entwickeln daran, die Dinge wirklich zu verändern. Sondern sie immer die gleichen Mittel suchen, Dinge zu verändern, die offensichtlich nicht wirken. Ja? Also die laufen gegen Wände, die Wand bleibt stehen, man kriegt Kopfweh und die laufen weiter gegen Wände und lernen nichts daraus. Also das ist, ich mag sowas nicht. Ja, mich ärgert das. Ja. Und Ärger ist ein sehr männliches Gefühl. Das ist das, was man macht, wenn man eigentlich Angst hat und eigentlich traurig ist, aber das Einzige, was man ausdrücken darf, ist halt Ärger. Ja. Um seine Geschlechtsidentität zu wahren. Also ich würde mich ja tendenziell gar nicht mehr als Mann bezeichnen, sondern eher als Mensch. Aber gut, das ist ein bisschen schwer durchzuhalten, aber eigentlich, das so denke ich wirklich. Ich finde diese ganze Geschlechterkategorien total albern, mega albern. Ja, ich kann keinen Sinn mehr darin erkennen. So, also, warum? Nochmal, legen wir uns die Frage immer wieder vor. Warum halten Männer dieses komische System, was wir haben, ich nenne es das System der Geschlechterzurichtung, weil Frauen werden genauso zugerichtet, in eine andere Richtung, wie Männer zugerichtet werden. Also die Menschen purzeln auf die Erde, da werden sie eingeteilt in Männer und Frauen und darauf erfahren sie eine unterschiedliche soziale Behandlung. Sozial im Sinne von unmittelbar.
interaktionell unterschiedlich, eine unterschiedliche Behandlung. Sie werden verschieden behandelt von nahezu allen anderen Menschen, die schon da sind. Vor allem von den Erwachsenen. Nicht nur von den Eltern. Ja, von allen werden die verschieden behandelt und das ist ein Training. Ja, da werden also Menschen zugerichtet und die werden bestimmte Dinge abtrainiert, ganz gezielt. Kleinwesen, die wir als Frauen wahrnehmen, werden andere Dinge abtrainiert als Kleinwesen, die Jungs sind ja abtrainiert, aber beides sind, wenn wir näher hinschauen, Formen von Gewalt. Wir sind eine unglaublich, unglaublich gewalttätige Gesellschaft, die das aber vor sich sehr geschickt verbirgt, wie gewalttätig es ist. Und das ist eine der vielen Formen von Gewalt, die wir haben. Das ist nicht die einzigste. So, aber es ist auch eine sehr wichtige. So, und nachdem wir das also machen, was passiert da mit kleinen Jungs? Also, kleine Jungs werden unfähig, einen großen Teil des Gefühlsspektrums an sich selber noch überhaupt wahrzunehmen. Also auch wenn ich es hier tot reite und immer wieder sage, aber es ist einfach wichtig. Solange wir das machen, ist es das wichtig. Irgendwann ist es hoffentlich dann nicht mehr wichtig. Also, es ist nicht so, dass Männer über Gefühle nicht reden. Es ist so, dass Männer Gefühle gar nicht erst wahrnehmen. Das ist ein großer, wichtiger Unterschied. Ja, also die Annahme, die Männer fühlen da was. Und dann beherrschen sie sich ganz dolle und sagen aber nichts, ne, beißen auf die Zähne. Ist sehr naiv psychologisch. Ja, dann hat man noch nichts verstanden, wenn man das glaubt. Man hat nichts über den Menschen an sich verstanden und hat auch nichts über Männer verstanden. Ich würde sagen, man hat eigentlich auch nichts über Frauen verstanden. Was wirklich passiert ist, es geht so weit, dieses Training, nicht ganz bei allen, aber doch bei sehr vielen äußerlich als Männern sichtbaren Wesen, dass sie ganz viele Impulse, die im Körper da sind, also sind objektive Vorgänge im Körper, nie mehr das Bewusstsein erreichen. Also da ist sehr viel los, der Mann kriegt das nicht mit nach außen, du fragst den Mann, was ist los, dann sagt er kein Problem. Ja? Und das ist keine Lüge, sondern das ist sein State of Mind, das ist sein Bewusstsein. Ja? Er weiß es nicht besser. Er weiß also über sich selber nicht Bescheid, was zum Beispiel dann komische Verhaltensänderungen, die sehr plötzlich kommen, bei Männern sehr gut erklärt. Ja, so, it came by surprise. Ja, es kam überraschend für den Mann selber. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Ja, das ist tatsächlich so. Es ist keine faule Ausrede. Das ist das Erleben dieses Mannes von innen. Aber es ist das Resultat. Männer sind nicht von Natur aus so. Vielleicht muss man sich das auch nochmal klar machen. Würden wir davon ausgehen, was tatsächlich nach meiner Wahrnehmung verdammt viele Menschen tun, Männer wie Frauen, dass Männer, so wie sie heute rumlaufen, einfach so sind, qua Biologie. Ja, Männer sind so. Ja, das ist halt das Testosteron, das ist halt so. Dann hätten wir alle ein verdammt riesengroßes Problem. Ein unlösbares. Dann gäbe es auch keinen Fortschritt. Also die Annahme. Und die Psychologie bestätigt diese Annahme. Ja, also psychologische Forschung, entwicklungspsychologische Forschung, neurowissenschaftliche Forschung bestätigt diese Annahme weitgehend. Ja, also es ist zwar eine günstige Annahme, aber es ist auch eine gut wissenschaftlich absicherbare Annahme. Die Annahme, dass Männer nicht einfach so sind, sondern Männer in diese Richtung gemacht werden, ja, trotz ihrer anders gearteten Muskulatur, trotz ihres etwas anders gearteten Gehirns, trotz der Geschichten, die Testosteron im Körper anrichtet und so weiter und so fort. Ja? Trotzdem, dass das sozusagen Gewaltverhalten und das interaktive Verhalten und das Empathieverhalten von Männern nicht natürlich ist, sondern gezielt von unseren heutigen Gesellschaft kleinen Jungs antrainiert wird. Gezielt, nicht aus Versehen. Ja? Das ist kein Fehler. Außer man hinterfragt die Absicht hinter dem, was da passiert. Warum machen wir das denn mit kleinen Jungs? Warum tun wir kleinen Jungs so viel Gewalt an? Und das führt weiter. Ich meine, das mag ich nur jetzt hier raushalten. Wenn ich sage das immer wieder, was der Grund meines Erachtens ist, warum wir das tun. Das ist auch kein schöner Grund, aber er führt weiter. Er ist produktiv. Es ist produktiv, so zu fragen. Und für mich führt das rein in den nächsten Schritt. Also den nächsten Schritt der Entwicklung, der jetzt dann allmählich mal überfällig ist. So, also wir machen da ganz viel und der Effekt aber ist, was es mit Männern macht, ist, wenn du nicht mehr Gefühle wahrnehmen kannst, kannst du auch nicht wahrnehmen, dass du ein Problem hast. Das heißt, Männer glauben ganz lang ernsthaft, dass alles in Ordnung ist. Das glauben die wirklich, es ist aber nichts in Ordnung. Vor allem nicht mit ihnen selber. Ja, sie haben riesige Probleme, aber sie sind, sagen wir so, auf eine gewisse Weise noch mal viel begabter als viele Frauen, diese Probleme zu verdrängen. Also, wenn ich gemein bin zum weiblichen Geschlecht, dann sage ich, Frauen sind in jeder Hinsicht realistischer als Männer, in jeder, bis auf zwei, nämlich wenn es um Kinder und um Männer geht. Ja, also da ist mein Eindruck,
haben viele Frauen, der hat krasse blinde Flecke in ihrer Wahrnehmung von Kindern und in ihrer Wahrnehmung von Männern, vor allem von Männern vielleicht, aber auch von Kindern teilweise. Also da hört es dann mit dem Realismus bei vielen Frauen aus. In jeder auf sonstigen Hinsicht, wenn du irgendwie eine realistische Antwort willst, frag eine Frau. Die ist realistisch. Männer sind höchst begabt, sich selbst Geschichten zu erzählen, die sie dann selber glauben. Also es ist nicht nur so, dass sie die andere glauben machen, also sie selber kennen die Wahrheit, sondern sie glauben sich ihre eigenen Geschichten selber. Ja? Männer sind ideal dafür aufgestellt, sich selbst vollkommen zu behumsen. Deswegen sind wir auch immer die treibende Kraft, wenn es um so Ideologien geht oder so. Ja? Frauen sind viel weniger ideologieanfällig. Ja, das interessiert die oft gar nicht. Warum? Weil sie Realistinnen sind. Außer eben, wenn es um Männer und um Kinder geht. Ja, dann ist vorbei mit dem Realismus. Auch übrigens Frauen, habe ich vergessen, wo Frauen sehr unrealistisch sind, ist ihr eigenes Selbstbild. Also ich erlebe es nicht so, dass die meisten Frauen sich selber realistisch wahrnehmen. Ja? Ich hab permanent Gespräche beruflicher Art mit Frauen über solche Themen. Darf das haben mit unterschiedlichsten Frauen, unterschiedlichster Altersstufen, unterschiedlichster Ausbildung, unterschiedlichster Berufe, unterschiedlichsten Familienstands. Tralala, tralala, tralala darf ich haben. Und also ich kann, das bestätigt sich ein ums andere Mal. Ne? Also das war nicht, wie ich reingegangen bin. Ich bestätige mir nicht meine eigene ursprüngliche Weltsicht. Das ist kein Confirmation Bias. Also im Sinne von, ich habe immer schon so über Frauen gedacht und dann hat sich's bestätigt, sondern eigentlich habe ich genau anders über Frauen gedacht. Und dann wurde ich durch die Realität des unmittelbaren Gesprächs eines Besseren belehrt. Und also realistisch ist das Selbstbild vieler Frauen nicht. Also viele Frauen könnten ungefähr Faktor 10 bis 100 an Selbstbewusstsein zulegen und wären dann im Bereich Realismus unterwegs. Also wenn Frauen ungefähr 10-mal bis 100-mal so stark eine gute Meinung von sich selber hätten, auch in Richtung Selbst, also gezeigtes Selbstbehauptungsverhalten, im Sinne von, ich trete für mich ein, ich trete für meine Bedürfnisse ein, ich sage direkt, was ich will, und dann wären die Frauen in der Realität unterwegs. Ja. Zum Beispiel erzählen sogar selbst viele Frauen sich die Geschichte, sie wüssten nicht, was sie wollen. Ja, erzählen sie sich selber. Ich weiß nicht so genau, wie will, ich bin unsicher. Bob. Erzählen sich viele Frauen diese Geschichte. Wenn du mit den Frauen aber wirklich nur, ich übertreibe nicht, 10 Minuten, eine Viertelstunde gesprochen hast und etwas, sag ich mal, einfach nüchtern zugehört hast, nüchtern, aber aufmerksam, wird deutlich, dass für fast alle, es gibt kleine Ausnahmen, aber wirklich bei fast allen Frauen, die dir erzählen, sie wüssten nicht, was sie wollen, das einfach nicht stimmt. Diese Frauen wissen ganz genau, was sie wollen, aber sie treten nicht dafür ein. Es liegt nicht am mangelnden Wissen. Die Frauen haben einen sehr guten Zugang, die meisten, nicht alle, haben sehr guten Zugang zu dem, was sie wollen. Der Wille ist da. Aber er wird halt nicht gelebt, nicht ausgedrückt. Warum? Weil es den Frauen abtrainiert wurde in der kleinen Kindheit. Als sie kleine Mädchen waren, haben sie kontinuierlich so Sätze gehört wie eben, sei immer für andere da, nimm dich nicht so wichtig. Ne? Also es wurde ihnen auch gespiegelt, oft noch nicht mal durch Worte, sondern durch Taten. Das ist oft sehr viel wirksamer. Ja, also so Selbstbehauptung. Fehlanzeige, aber wirklich vielen Frauen leider. Manche lernen dann im Älterwerden dazu. Also es gibt dann Frauen, die werden so ein bisschen im Bayerischen, sagt man, rescher. Ja, also sie werden dann so und dann sagt man ganz schlimme Dinge über diese Frauen. Dann sagt man, die haben Haare auf den Zähnen, das ist ein richtiger Drache, bla bla bla, sie ist karrieregeil oder irgendwas oder so. Das sagt man dann über Frauen, die nachgeheilt sind, also die sich das wiedergeholt haben, was in ihrer Kindheit ihnen genommen wurde. So, jetzt kommen wir aber wieder zurück zu uns Männern. Männer, die sich wiederholen, was ihnen genommen wurde, gibt es auch, aber wenig und in einem sehr geringen Ausmaß. Mir kommt es so vor, dass auch viele Männer, die sich auf diesen Weg machen, weil ja Männer so begabt sind, sich selber Geschichten zu erzählen über sich, die sie dann sich selber auch noch glauben. Zum Beispiel Männer, die praktisch kleine Fortschritte machen, sich ihr Gefühlsleben wiederzuholen oder ihre Empathiefähigkeit wiederzuholen, also Wahrnehmung von Gefühlen und Bedürfnissen bei sich selbst und bei anderen Menschen, dann gehen die so ab da drauf, dass sie denken, sie hätten das schon. Also es ist möglich, ich habe das lange gebraucht, um das zu kapieren, weil ich bin ein sehr vielleicht blauäugiger Mensch. Ich bin im Sinne von, wenn mir Menschen was erzählen, ich glaube das erstmal einfach, im Sinne von Unschuldsvermutung, wer bin ich, das zu beurteilen. Also habe ich lange geglaubt, diese Männer, die sich da auf die Reise machen und was sie da einem erzählen von ihrem eigenen Selbstbild, das würde stimmen. Und dann kam es mit der Zeit so Unstimmigkeiten. Also im Sinne von, das, was mir dieser Mann erzählt und das, was vor allem, wenn du ihn unmittelbar da hast, was der Körper dir sagt, passt nicht zusammen. Also da gibt es eine Inkohärenz zwischen Körpersprache und oder Verhalten und was dieser Mensch sagt. Und ja, also
Männer sind sehr begabt, einfach dieses Problem zu verdrängen, bis es halt mit Gewalt aufbricht. Also wenn sie sich gar nicht mehr zurückhalten und drücken, also brauchst du in der Regel bei vielen Männern tatsächlich sowas wie einen Zusammenbruch. Ja, also das ist nicht schön, weil ich mag kontinuierliche Entwicklung. Ja, also ich mag nicht mit Drama und finde ich furchtbar. Ich hatte so viel Drama in meinem Leben, ich brauche nicht noch mehr Drama. Ja, also ist unnötig. Ich mag kontinuierliche Entwicklung, ja, so mit leichten Schritten und es wird immer besser und so, ne, das finde ich wunderschön. Bei Männern sehr schwierig, ja. Also, weil die Fähigkeit, sich da selber was vorzumachen, ich bin schon auf dem Weg und ich habe wahnsinnig Fortschritte gemacht und so. Das geht sehr schnell, dass Männer kleine Fortschritte übertrieben groß betrachten und glauben, sie sind schon da und sie sind auch sowas von weit weg. Ja, also sie haben noch nicht mal eine Ahnung von, dass es da noch mehr gibt. Und deswegen glauben sie, sind bereits Top of the Pops, ganz oben angekommen in ihrer Entwicklung. Ja, und dann, genau, manche fangen dann an, Trainings und Kurse zu geben, weil sie glauben, also sie haben so praktisch minimal sich verbessert gegenüber ihrem Ausgangsniveau. Und dann sind sie so high auf dieser Entwicklung, weil sie, so, wirklich ist ja auch eine Entwicklung, aber sie wird so übertrieben groß gesehen, dass sie jetzt anfangen, Kurse zu geben und andere dafür dann unterrichten zu wollen. Ja, und oft sind diese anderen, die sie unterrichten wollen, in ihrer Entwicklung weiter als diese Leute. Also, egal. Ja, es ist wirklich, was wir Menschen machen, ist wirklich erstaunlichst, erstaunlichst, erstaunlichst. Wir sind eine so lustige, komische, verrückte Spezies, das ist, also man kann die ganze Zeit Spaß haben mit uns, man kann die ganze Zeit lachen. So, es ist halt nur das ganze Leid, die ganze Gewalt, die ganze Zeit passiert, das macht es halt leichter unschön, da bleibt mir halt dann das Lachen im Hals stecken. So, und auch vor allem was den Ausbreitungsgrad. Also wenn wir sagen, wenn das sind einige wenige Verrückte, dann kann man vielleicht sagen, ja, okay, mit denen befassen wir uns jetzt mal näher, dann bringen wir die Welt in Ordnung. Wenn aber fast alle das machen, dann wird es halt ja, nicht mehr ganz so lustig. Ja, also Männer halten das Patriarchat deswegen am Laufen, weil sie ihr eigenes Problem mit dem Patriarchat nicht wahrnehmen können und weil es auch relativ schwierig ist, sie das spüren zu lassen, dass sie selber ein Problem haben. Sie kennen die Alternative ja nicht mal. Also sie können sie noch nicht mal wahrnehmen. Wenn du es nicht wahrnimmst, was da möglich wäre für dich und wie geil das wäre, dann machst du halt weiter. Wo ist das Problem? Und es wird dann also versucht, oft Männer spielen es, also zum Beispiel sehr lustig finde ich, wenn Leute versuchen, Männer zu bewegen, vom Patriarchat zu lassen, indem sie sie kämpfen. Aus weiblicher Perspektive macht das ja viel Sinn, weil ja ein großer Teil von Weiblichkeit, wie sie in unserer Gesellschaft verstanden wird, daran besteht, dass den Frauen dass die natürliche Aggressionsfähigkeit abtrainiert wurde. Insofern ist es natürlich ein emanzipatorischer Akt, wenn ich mir meine Aggression zurückhole. Also für eine Frau ist es eine Innovation in ihrem Leben, häufig zu sagen, ja, Gott verdammt, ich bin wütend, ich schreie jetzt rum, ich bin laut, ich tue mich mit anderen zusammen, ich setze mich durch. Das ist emanzipatorisch, kann man nicht sagen. Also wenn man sich anguckt, was bedeutet die Sozialform Frau, was wird da mit einem Menschen gemacht, wenn er in die Sozialform Frau gepresst wird oder dazu gerichtet wird, ja, also wenn man sich das anschaut und dann sagt, dann sieht, dass die Frauen dann so, das ist total stimmig, dass man da aufbegehrt und dann, das ist, ne, das ist gut, vor allem wenn es dauerhaft internalisiert wird und dann also generell auch im Alltag diese Frauen fähiger sind, Grenzüberschreitungen unmittelbar schlagfertig oder einfach sich Taktiken zuzulegen, wie gehe ich denn mit Aggressionen, die mir entgegenschlägt, um, ne? Wie gehe ich mit Dominanzverhalten um? Wenn eine Frau das lernt, super, ich mache das permanent, das ist ein Teil von meiner Tätigkeit, dass ich Frauen dabei trainiere, das zu tun, die das wollen, die an dieser Stelle sind in ihrem Leben, die sagen, Gott verdammt nochmal, ich brauche das jetzt, ja, wie mache ich das? Dann leihe ich den Frauen meine eigene Aggressionsfähigkeit aus und wir trainieren das, kurz gesagt. Ja. Bis ich da manchmal Angst kriege vor diesen Frauen, dann lasse ich los, weil ja, dann müssen sie bei jemand anderem weiter trainieren, weil ich bin dann nicht mehr hilfreich. Mein eigenes Aggressionsniveau ist offen gesprochen auch leicht unterentwickelt. Ja, ich könnte deutlich mehr vertragen an Selbstbehauptung, aber das nur am Rande. Ich bin eben, wie gesagt, ein sehr komischer Mensch. So, wie man ja schon an diesem bescheuerten Hut sieht, aber mein Gott, ich mag den. Hat mir übrigens eine Frau geschenkt zum Vatertag. So. So, jetzt, wo war ich stehen geblieben? Ich habe einen Fadenriss. Zack, zack, zack. Es geht darum, dass Männer sich das zurückholen. Ja, okay. Also, ah ja, ne, genau, der Punkt war, wenn Frauen Aggression zeigen. Gut,
Was dann aber unstimmig wird, wenn man versteht, was die Zurichtungsform Mann ist, also die Form, in die kleine Jungs gepresst werden von Geburt an, manchmal schon vor Geburt an wahrscheinlich, ist mein starker Verdacht, dass es da schon voll losgeht, was da läuft, wenn dann die Diagnose ist, Diagnose, ja sagt man Diagnose, da ist ein kleiner Junge im Bauch, dann irgendwie, dann passieren andere Dinge, als wenn Ärzte sagen, da ist ein kleines Mädchen und ja. Oder wenn der starke Wunsch schon vorher existiert, es möge ein Mädchen, es möge ein Junge sein, passieren wahrscheinlich verschiedene Dinge. Das ist mein starker Verdacht, das geht da schon los. Das hat Einfluss. Aber spätestens ab der Geburt geht's los. Gut. Wenn man sich anschaut, in welche Form Männer gepresst werden, und dann versucht man, Emanzipation voranzutreiben mittels Kampfbegriffen. Und man versteht, was ein Mann ist, ja, was die Sozialform Mann bedeutet. Dann, also als Selbstausdruck von ich hole mir mein Aggressionsding zurück, das ist völlig, wie gesagt, völlig stimmig für mich zumindest. Ich find das gut, ich finde das richtig. Nur, wir Männer werden für den Kampf trainiert von Geburt an. Wenn du Männern mit Kampf kommst, was erwartest du? Ja, das ist, ist aus unserer Sicht nicht sonderlich innovativ. Ja, das ist das, was wir immer schon machen, was man uns von klein auf sagt, dass wir werden und können sollen, kämpfen. Wir sollen kämpfen. Wir sollen kämpfen den offenen Kampf, wir sollen kämpfen den verkappten Kampf. Aber wir sollen kämpfen und wir sollen gewinnen. Das sagt man uns. Also, wer nicht begreift, dass die Form Männlichkeit die Zurichtung zum Soldaten ist, dass kleine Jungs von klein auf dazu erzogen werden, gute Soldaten zu sein oder dort gute Guerillakrieger, ja, mit eben, wo dann eben diese Gefühlsarmut, diese fehlende Selbstwahrnehmung von Menschen, die fehlende Fremdwahrnehmung von Menschen von Vorteil ist, weil du sonst ein schlechter Soldat wärst. Ja? Dass also Männlichkeit und Soldat sein das exakt gleiche heißt. Ja? Wenn du das nicht verstehst, dann kannst du es natürlich weiter für sinnvoll halten, die Emanzipation voranzutreiben, indem du Patriarchat bekämpfst. Und ich gehe mal ganz bewusst, obwohl ich mich da nur wirklich nur teilweise zugehörig fühle, ich gehe mal ganz bewusst in mein komisches männliches Ich rein und sage jetzt: Wir Männer verstehen das nicht. Es kommt nicht so bei uns an, wie es gemeint ist. Kommt es nicht. Weil, also sagen wir, ich breche jetzt mal an der Lanze. Was wir sagen ist, was wir, also gefühlte Wahrheit ist, wie wir das erleben, ist folgendermaßen ungefähr. Ich versuche mir das jetzt herbeizuklamüsern. Wir erleben es so, dass uns von klein an Gewalt angetan wird und dass das aber gut und notwendig ist. Dann wird uns noch gesagt, sei kein böser Krieger, sei ein guter Krieger, sei Krieger gegen die Richtigen. Das wird uns auch gesagt, von klein auf. Jeder komische Actionfilm sagt uns das. Jeder Science-Fiction-Film, jeder Fantasy-Film. Sei ein Held. Das ist ein guter Krieger. Was ist ein Held? Ein guter Krieger. Ein Krieger, der beschützt die Schwachen und bekämpft die Bösen, also die anderen bösen Männer. So. Also investieren wir sehr viel darin, dass wir A, ein hohes Aggressionslevel, ein künstlich hohes Aggressionslevel, das ist höher als unser natürliches, was einfach wäre, wenn man uns als Menschen betrachtet und nicht als Männer, dass dieses Aggressionsniveau aufrechterhalten bleibt, dass das hoch bleibt, aber dass wir es in die richtige Richtung kanalisieren. Wenn man uns jetzt also anfängt zu bekämpfen als Männer, können wir dann zwei Dinge interpretieren. Eine Interpretation ist, seid nicht so aggressiv generell. Das macht nicht sehr viel Sinn, weil uns die Gesellschaft die ganze Zeit gesagt hat, sei aggressiv. Oder richte deine Aggression in die richtige Richtung und du hast sie in die falsche Richtung gerichtet. Da sagen die meisten Männer, habe ich aber nicht. Ja, ich habe mir große Mühe gegeben, ein guter Soldat zu sein und ein guter Soldat im Sinne von, ich bekämpfe die Richtigen. Und jetzt wird mir irgendwas vorgeworfen. Ich verstehe das nicht. Den meisten Männern haut es an der Stelle, wenn sie ehrlich sind, die Sicherung raus. Also, die verdrängen das dann. Also, der Grund, warum Emanzipationsbestrebungen, die im Kampfmodus vorgebracht wird, ungehört und wirkungslos verhallen, ist, dass wir Männer sie nicht verarbeiten können, sinnvoll. Sie machen überhaupt gar keinen Sinn für uns in unserer kleinen, beschränkten, verrückten Welt. Was allerdings für uns Männer auch keinen Sinn macht, und das jetzt wird es richtig tragisch, ist Empathie. Also, wenn man empathisch mit uns wäre, also genau das, was uns fehlt, also eigentlich müsste man mit Männern scheiß empathisch sein, ja.
Also in einem Ausmaß empathisch sein, dass sie sich wieder fühlen können. Das macht für uns aber auch keinen Sinn. Die meisten Männer wollen keine Empathie. Ich finde eine Empathie bäh, finde eine Empathie eklig. Die haben das Gefühl, Empathie macht mich ja schwach, werde ich ein schlechter Krieger. Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, ein guter Krieger zu sein. Jetzt soll plötzlich. Deswegen gehen zum Beispiel auch viele Soldaten nicht zum Therapeuten, obwohl sie zum Therapeuten dringend müssten, weil sie schon nicht nur posttraumatisches Belastungssyndrom leiden, sondern auch an ein paar anderen Dingen. Ja? Also es macht sehr viel Sinn, als Mann diese Probleme weiter zu verdrängen. Du hast schon Riesenprobleme und du steigerst nicht deine Problemlösungskompetenzen, du steigerst deine Verdrängungskompetenzen. Also du wirst immer noch besser im Verdrängen und damit immer auch noch unempfänglicher für Impulse aus deiner mitmenschlichen Außenwelt. Von dem, was andere Menschen natürlicherweise füreinander tun, wirst du immer noch unempfänglicher, wirst immer noch autarker. Du wirst immer noch Rambo-mäßiger, ja. Immer noch mehr, I make it on my own. Hilfe brauche ich nicht, Unterstützung brauche ich nicht. Das ist sehr viel sinnvoller für uns Männer, in diese Richtung zu investieren. Also uns noch mehr abzukoppeln von unserer Mitmenschheit, als wir sowieso immer schon abgekoppelt sind. Genau in dem Moment, wo wir Probleme kriegen und jetzt unsere Mitmenschen dringend brauchen würden. Männer, denen es schlecht geht, fragen nicht nach Empathie, glauben nicht, dass sie Empathie brauchen, glauben nicht, dass ihnen Empathie hilft. Warum? Nimmt ein Mann Empathie an? Erlebt er seinen ganzen Aufwand, den er betrieben hat, um überhaupt ein Mann zu werden, als sinnlos? Dann war alles umsonst. Und diese Sinnlosigkeitsgefühle sind sehr schwer auszuhalten, weil es bedeutet, du hast dein Leben verkackt. Dein Leben wurde verkackt, du bist ein scheiß Opfer. Ja? Und umso später, dass du im Leben erlebst, also sagen wir mit 50, 60, dann heißt das, die letzten 50, 60 Jahre waren eigentlich für den Arsch. Das ist eine Geschichte, die erzählt sich kein Mensch sehr gerne. Also wenn du noch 20 bist als Mann, da kannst du dir vielleicht noch Gedanken machen, weil du hast noch viel Leben vor dir. Du kannst sagen, okay, die letzten 20 Jahre, ich hatte eine scheiß Kindheit, aber jetzt mache ich einiges anders. Das macht doch relativ mehr Sinn. Aber einem älteren Mann, der jahrelang dieses Training zum Soldaten nicht nur erlitten hat, sondern auch exekutiert hat, zu erzählen, jetzt werd mal weicher oder jetzt lern mal wieder deine Gefühle wahrnehmen und jetzt lern mal vielleicht auch die Gefühle anderer Menschen wahrzunehmen, damit du nicht da wie eine Dampfwalze drüber gehst und hinter dir wächst kein Gras mehr und verbrannte Erde und du brichst alle Brücken ab und was man noch an Bildern, so Standardmetaphern finden kann, das ist ja das, was Männer die ganze Zeit machen. Das macht keinen Sinn, weil er müsste sich dann eine Geschichte erzählen, die dann noch Sinn für ihn macht. Also was dann fehlt, ist eine sinnvolle Geschichte, die eine sinnvolle menschliche Identität absichert, wo der andere nicht sich selber sagen muss, mein ganzes Leben war eigentlich für einen Arsch. Das ist sehr schwer. Also wenn du als Soldat gelebt hast, über mehrere Jahrzehnte, ist es sehr schwer, dir eine Geschichte zu erzählen, die du dann noch aushalten kannst selber. Also auf eine gewisse Weise, wenn ich gemein bin, muss man ältere Männer einfach abschreiben und ihrer Wege gehen lassen und muss sie isolieren, was ja viele dann auch tun. Männer sterben einsam. Weil sie von allen guten Geistern und von allen guten Mitmenschen verlassen werden, weil sie einfach gar nicht mehr zum Ertragen sind, zum Aushalten sind, müssen sich dann über ihren Status, also über sehr viel Geld oder Hochstatuspositionen, die sie aber dann auch oft im Alter verlieren, weil sie aus dem Job raus sind, aus den Firmen raus sind, müssen sie sich dann das erkaufen. Das ist aber nicht das Gleiche. Also Menschen, die mit dir zusammen sind, weil du mächtig bist oder weil du viel Geld hast, ist nicht das Gleiche wie Menschen, die von sich aus gern mit dir zusammen sind. Also meistens, also dieses ganze Statusding hilft dir nichts, wenn es um, ja, sagen wir es wirklich so, wenn es um Liebe geht oder wenn es um Empathie geht, um Mitgefühl geht, um Miteinander. Ja, wenn du also ein lebendes Trampel geworden bist, eine lebende Dampfwalze geworden bist, weil du halt dich abgeschottet hast, emotional nach innen und nach außen. Keiner will mehr Kontakt zu dir, dann, ja, das ist halt einsam. Ja. Und das ist das, was natürlicherweise passiert. Aber sehr viel machen kann man nicht mehr. Weil, also mir fällt zumindest im Moment keine Geschichte ein, die man diesen Menschen anbieten kann, die dann noch Sinn macht nach all dem. Was man machen kann, ist, man kann bei jüngeren Jungs und jüngeren Männern kann man ansetzen. Da macht es noch Sinn, dass die Leute sich das wiederholen. Ihr Gefühlsleben. Ihre Weichheit, ihre Empfänglichkeit, ihre Manipulierbarkeit im positiven Sinne. Wechselseitige Manipulierbarkeit. Die meisten Menschen verstehen nicht, dass Manipulierbarkeit was Schönes ist. Die glauben, es gibt nur negative Manipulation, weil sie gehen immer von Gewaltverhältnissen aus. Das ist nicht ganz unrealistisch, aber eigentlich ist jedes Gespräch eine wechselseitige Manipulation. In jedem Gespräch willst du auf den anderen Einfluss nehmen, gewissermaßen, in fast jedem. Und man verändert sich auch unweigerlich. Auch jetzt zumindest in Gesprächen, wo das gar nicht die Absicht ist. Also wir manipulieren uns die ganze Zeit wechselseitig. Das ist sozusagen das Natürlichste. Für Menschen ist Manipulation das Natürlichste von der Welt. Ja, da ist gar nichts Negatives dran.
Ja, solange es beiden gut geht, damit ist nichts Negatives dran. Wenn jemand geschädigt wird, ist nichts Negatives dran. Schlechte Manipulation ist, dem einen geht es besser, dem anderen geht es schlechter. Das führt herein in dieses Bild von Apartheid, von Glücksapartheid. Es sei möglich, auf dieser Welt mit dieser Konnektivität von Menschen, dass es den einen gut geht und gleichzeitig geht es den anderen schlecht und das sei ernsthaft möglich. Das mag vielleicht materiell stimmen, aber emotional ist es die größte Lüge, die man sich nur vorstellen kann. Emotional ist das nicht möglich. In so einem Vorgang, also in einem Win-Lose-Spiel, verlieren immer beide. Mögen verschiedene Dinge verlieren, aber es verlieren immer beide. Und Win-Win heißt, und überhaupt gewinnen heißt immer, dass es beiden besser geht nach dem Gespräch. Und also man könnte sagen, ganz, ganz plakativ, ich habe das mal genannt, oh Gott, empathischen Totalitarismus, klingt bescheuert, ist wahrscheinlich eine schlechte Wortwahl, aber empathischer Totalitarismus bedeutet, davon auszugehen, in jedem Gespräch, in jedem Miteinander, in jeder Interaktion, in jedem Spiel, das man zusammen macht, geht es hinterher entweder beiden besser oder beiden schlechter, neutral gibt es nicht. Also jeder Kontakt zwischen zwei Menschen hebt das Beziehungsniveau oder senkt das Beziehungsniveau. Immer und überall. Es gibt keine neutralen Interaktionen zwischen Menschen. Weil entweder steigt mein Selbstvertrauen und mein Vertrauen in die Menschheit durch diese Interaktion, oder mein Selbstvertrauen und mein Vertrauen in die Menschheit sinkt durch diese Interaktion. Und immer zwar immer parallel. Ja. Auch der Sieger von so Win-Lose-Spielen, also von so Kämpfen, ja, wo der eine hat den anderen über den Tisch gezogen, erfolgreich, senkt natürlich das Welt- und Menschheitsvertrauen und auch Selbstvertrauen dieses Menschen ab, der da gewonnen hat. Paradoxerweise. Die Welt auch des Siegers wird düsterer durch seinen Sieg. Aber gut, das ist Advanced Level. Das ist egal. Ja, wir machen jetzt hier Schluss. Also ich hoffe, ich bin jetzt hinreichend unbeliebt und noch bescheuerter, als ich sowieso schon bin. Ja, also wir könnten weitermachen wie bisher. Ich würde sagen, lasst uns begreifen, dass Männer ein Opfer des Patriarchats sind, also vor allem, dass kleine Jungs ein Opfer des Patriarchats sind, und lasst uns wirklich mit kleinen Jungs anders umgehen als bisher. Setzt aber voraus, dass wir der ernsthaften Meinung sind, dass wir keine Soldaten mehr brauchen. Ja, also wenn du weiterhin glaubst, wir brauchen dringend Soldaten, weil draußen sind böse Mächte, die müssen wir bekämpfen, in unseren Unternehmen, in unseren Armeen, in unseren irgendwas, wenn du das glaubst, dann ja, können wir einfach so weitermachen. Dann trainieren wir weiter Mädchen ihr Aggressionsverhalten ab, ihre natürliche Aggression, ihr natürliches Selbstbewusstsein, ihre natürliche Selbstbehauptungsfähigkeit und weiter trainieren wir Jungs ihre Empathiefähigkeit ab. Das macht dann sehr viel Sinn. Dann ist die eine Menschheit ist so in einem pathologischen Sinn an einem Helferkomplex leidend und Versorger, also sehr geneigt, Care-Tätigkeiten zu übernehmen, Alte zu versorgen, verwundete Soldaten zu versorgen, Krankenschwestersyndrom, Kinder zu versorgen, behinderte Menschen zu versorgen, alles zu versorgen, was eben versorgt werden muss. Ne? Das ist dann so die eine Hälfte der Menschheit, die andere Menschheit ist, das sind gute Soldaten, die haben wir so für alle Fälle. Ja, so, ja, die laufen dann rum, traumatisiert, machen scheiß Zeug, ja, weil sie traumatisiert sind, machen sie idiotisches Zeug. Die machen dann auch immer wieder Kriege deswegen, weil sie einfach ihre Soldatenfähigkeiten auch einsetzen wollen. Also es macht wenig Sinn, Soldaten zu trainieren, wenn du keinen Krieg hast. Also Soldaten, die ganze Zeit trainiert werden für Krieg, zetteln irgendwann Kriege an, weil es macht sonst keinen Sinn, ihr Leben. Ja? Dann hast du halt irgendwann mehr Gewalt in der Gesellschaft, als du eigentlich haben müsstest, systemisch gesehen. Ich glaube ja, dass wir als Menschheit fähig sind, ein Gewaltniveau auf Null runterzufahren. Dass es also alles andere ist als selbstverständlich, dass es Gewalt gibt in der Gesellschaft. Viele glauben, das ist so natürlich, dass man uns immer nur einhegen kann, begrenzen kann, aber man könnte Gewalt nicht ganz rausschaffen auf der Welt. Ich glaube das nicht. Und ich glaube, ich weiß etwas mehr über den Menschen als die meisten. Ich glaube, dass ich da aufgeklärter bin als die meisten, dass ich einfach psychologisch mich mehr beschäftigt habe mit Menschen als die meisten anderen Menschen. Das musste ich allein schon von Berufs wegen, weil ich sonst in meinem Beruf nicht klargekommen wäre. Insofern erscheinen mir die meisten Menschen mit ihrer Annahme, dass Gewalt ganz natürlich ist und unvermeidlich ist, etwas naiv zu sein. Ja, sie wissen einfach zu wenig über sowohl Menschen als auch das Zwischenmenschliche. Das ist mein Eindruck, mein ehrlicher. Gut, also wir können so weitermachen, aber wir generieren halt Probleme, die wir nicht haben müssten. Also ich glaube nicht, dass, also ich glaube zwar, um das klarzustellen, dass wir das Gewaltniveau der Gesellschaft auf Null tatsächlich ernsthaft senken können und auch diesen Nullzustand aufrechterhalten können, dauerhaft. Ich halte das für technisch machbar. Ich halte das für ein rein technisches Problem.
Und zwar ohne irgendwie Drogen im Grundwasser, ja, sondern wirklich durch einfach besseres Verhalten, bessere Institutionen. Was ich nicht glaube, ist, dass es niemals, dass es keine Probleme mehr geben wird. Also ich glaube nicht, dass dadurch ein Paradies entsteht. Ich glaube, dass doch ein deutlich besserer Zustand als jetzt entsteht, aber Probleme wird es weitergeben. Nur werden sie halt nichts mehr mit Gewalt zu tun haben. Ja. Weiterhin wird es Krankheiten geben, weiterhin wird es Naturkatastrophen geben, weiter wird es Tod geben, weiter wird es materiellen Mangel geben, verschiedenster Art. Das gibt es weiterhin. Und nur weil wir irgendwie miteinander besser umgehen, heißt das nicht, dass wir als Menschen keine Probleme mehr hätten oder dass uns langweilig würde. Ja. Also man muss es nicht künstlich schwer machen als Menschheit, um noch hinreichend viele Probleme zu haben, um sich nicht zu langweilen. Das ist nicht nötig. Also, und dann gibt es ja auch noch was sowieso wie Tanz, Spaß, Spiel und Schokolade. Ja, es gibt ja auch die schönen Seiten des Lebens, habe ich entfernt mal gehört. Und es gibt zum Beispiel auch sowas wie lustvollen Sex, also Sex, der wirklich Spaß macht und mit Status und Macht und Gewalt rein gar nichts zu tun hat. Es ist sehr schwer, diese Form von Sex in der heutigen Gesellschaft überhaupt zu haben. Ja. Also unsere ganze wunderbare Anlage zur Sexualität, wir sind ja eigentlich so extrem promiskuitiv, wir sind extrem geneigt, wir sind also auch biologisch dafür super ausgestattet, beständig Sex zu haben. Ja? Also wenn man rein biologisch hinguckt, sind wir alle Sexmaschinen die ganze Zeit, also bis auf ein paar von uns. Das sei auch diesen gegönnt, das ist auch völlig in Ordnung, aus meiner Sicht zumindest. Also Abweichungen von der Norm, mein Gott. Ja, wenn du asexuell bist, go ahead, super, ja, alles gut. Aber die meisten von uns haben eine natürliche Anlage zur Promiskuität, also zu beständigem Sex mit allen möglichen anderen Menschen. Kannst du aber nicht leben in einer Gesellschaft, in der Status und Macht eine Riesenrolle spielen, weil dieses Status- und Machtthema die ganze Zeit reinspielt und also im Grunde den Sex verdirbt. Ja. Also wir sind eine Gesellschaft, die hat sehr schlechten Sex. Ja, also viele Leute, was viele Leute für guten Sex halten. Das ist wieder das Gleiche wie bei Männern, wenn man mit Männern über Gefühlen redet. Also es ist so. Ich habe immer kein besseres Bild. Erzähl einem Fisch was von Bergwanderungen. Ja, der denkt dann auch, er wüsste jetzt was von Bergwanderungen, weil er hat drüber geredet. Aber du musst es halt selber erfahren haben, um zu wissen, wovon da überhaupt die Rede ist. Und dann musst du überhaupt noch die Organe haben, um eine Bergwanderung machen zu können. Naja, das haben Fische nicht, bevor sie nicht evolutiv ein paar Schritte machen und aufs Land gekrochen sind und erst Lurche geworden sind und so. Davor können die keine Bergwanderungen machen. Du kannst nicht mit Fischen über Bergwanderungen reden. Ja, das ist das Gleiche wie mit Männern, die also längst schon keine echte Gefühlswahrnehmung mehr haben. Mit ihnen über Gefühle zu reden, macht überhaupt keinen Sinn. Und mit Menschen, die noch nie wirklich guten Sex hatten, über guten Sex zu reden, macht auch keinen Sinn, weil sie denken, ah ja, das heißt das und das, das weiß ich, das kenne ich. Nee, aber kennen sie nicht. Sie wissen also, kennen noch nicht mal, was sie nicht kennen. Und dann macht auch ein Gespräch darüber überhaupt keinen Sinn. So, also, kurz gesagt, wir haben eine absolut beschissene Gesellschaft und in the heart of this absolut beschissene Gesellschaft liegt eine Annahme. Die Annahme ist, wir bräuchten Krieger. Für alle Fälle. Oder wir seien sogar eine Gesellschaft, die im Krieg sei. Im Wirtschaftskrieg, im militärischen Krieg, im kolonialistischen Krieg. Die Chinesen, die Amerikaner, die, keine Ahnung was, Afrikaner, die, keine Ahnung, Muslime. Ja, da wird irgendwas herbeigekommen. Notfalls die Aliens. Ja, das finde ich auch so witzig. Die Parallelität des Ausdrucks Aliens im Englischen ist sehr spannend. Ja. Sag mal, das Fremde, die fremde feindliche Macht, die, mit der wir nicht befreundet sind, mit der wir also nicht schöne Dinge machen können, zum Beispiel mit der wir keinen guten Sex haben können, mit der wir keine schönen Gespräche haben können, mit der wir keinen schönen Austausch haben können, ne? Die fremde Macht, die Aliens, ja. Solange wir glauben, da draußen sind Aliens und wir müssten für alle Fälle uns wappnen, so Independence Day-mäßig, brauchen wir einen amerikanischen Präsidenten, der ins Flugzeug steigt und notfalls die Aliens selber bekämpft, einen Helden. Solange wir das ernsthaft glauben, werden wir mit Jungs machen, was wir mit ihnen machen. Und dann kriegen wir die Männer, die wir eben haben. Und diese Männer, die wir eben haben, richten ständig Verwüstungen auf der Erde an und machen also wirklich die Welt kaputt, machen die Menschen kaputt. Aber das machen wir vorsätzlich. Wir machen es nicht aus Versehen. Wir machen es, weil wir glauben, wir bräuchten Krieger. Und das, wenn wir das nicht hinterfragen, dann und uns Lösungen dafür überlegen, wie können wir denn wirklich, ja, wie können wir denn wirklich gut miteinander leben, also tatsächlich gewaltfrei und das global, solange wir dafür keine institutionellen Lösungen haben, werden wir weiter kleine Jungs zu Kriegern machen, zu guten Soldaten machen. Und uns dann wundern über diese Männer und an ihnen Vorwürfe machen und sie bekämpfen und wir werden nach Emanzipation rufen, aber es ist alles für einen Arsch, weil man nicht an die Wurzel des Problems geht. Ja, man macht nur Symptombehandlung. Also, wenn ich ganz gemein bin, sage ich hätte, man hätte gern das eine ohne das andere. Ja? Aber am Ende möchte man doch das Kind mit dem Bade nicht ausschütten. Wir müssen als Gesellschaft eine Entscheidung treffen.
wer wir sein wollen. Wir müssen Entscheidungen treffen, wie friedfertig wir glauben werden zu können, wie friedfertig wir werden wollen. Wenn wir Gewalt wollen in der Gesellschaft, weil wir Gewalt für notwendig oder unvermeidlich halten, dann werden wir kleine Polizisten, kleine Soldaten, kleine Folterknechte, kleine Gewaltpolitiker und so weiter brauchen. Ja, Psychopathen, um die Gesellschaft am Laufen zu halten. Wenn wir das machen, und dann das machen wir einen guten Job, weil so wie wir kleine Jungs behalten, kriegen wir das behandeln, kriegen wir das zuverlässig. Wenn man so eine sehr gute Sozialtechnik entwickelt, wie du das kriegst, und das machen wir. Nur darf man sich dann eigentlich aus meiner Sicht, also wenn man psychologisch aufgeklärt ist, nicht beklagen. Man darf sich dann nicht beklagen über all diese Verheerungen. Also ich meine, psychologisch ist es eine Überforderung. Du kannst nicht das eine mit dem anderen haben und das andere auch. Ja. Du kannst also menschlichen Wesen nicht. Man könnte es übrigens auch mit Frauen machen. Also man könnte es einfach umdrehen. Man könnte sagen, also ab jetzt behandeln wir Männer wie Frauen und Frauen wie Männer. Und trotz dieser Testosteron-Östrogen-Geschichte würde es, glaube ich, sogar funktionieren. Also so ein Amazonenstaat kann man machen. Wäre machbar. Das ist so weit. Also ich bin niemand, der die Blank-Slate-Theorie des Menschen vertritt. Also der sagt, es gibt keine Vorprägungen, es gibt keine Gene und es spielt keine Rolle. Ich glaube, dass Gene eine sehr große Rolle spielen. Ich glaube, dass wir auch das, was wir natürlicherweise, biologischerweise mitbringen, eine Riesenrolle spielt. Aber es geht nicht so weit, dass es nicht möglich wäre, dieses Gewaltverhalten systematisch Frauen anzutrainieren und dieses Care-Verhalten systematisch Männer anzutrainieren. Also wir könnten die Erziehungsparadigmen einmal komplett umdrehen, nur wäre dadurch rein gar nichts gewonnen. Solange nur circa die Hälfte der Menschheit ihre Gefühlswahrnehmungen abtrainierst, ihre natürlichen Gefühlswahrnehmungen, weil du glaubst, du brauchst Soldaten, wirst du Krieg, Gewalt und grausame Dinge im Alltagsleben haben. Ja, und dann kannst du diesen Menschen sagen, egal ob es jetzt Männlein oder Weiblein sind, ja, ihr macht schlimme Dinge. Ja, und die sagen die so, pff, verstehen wir nicht. Wir machen doch gar nichts so Schlimmes. Ja, im Krieg machen wir viel schlimmere Dinge. Verstehen das Problem nicht. Also, sagen wir so, das ist, ich weiß nicht, ob es wirklich hinkommt als Bild, aber es ist so, als hättest du Menschen erst gefoltert. Dann fangen die Menschen an, auch selber fähig zu werden, selber gute Folterknechte zu sein. Machen aber davon halt sehr dosierten Gebrauch und aus ihrer Sicht nur gegen foltern sie dann immer nur die Richtigen. Ja? Und dann sagst du, ihr foltert aber Leute. Und dann sagen die, ja, aber ich wurde viel schlimmer gefoltert. So, wenn sie noch darüber reden können. Also wenn sie es noch als Folterung empfinden konnten. Das können Männer aber nicht, weil sie genau das nicht wissen, dass ihnen Gewalt angetan wird. Also Männer sind immun gegen die Sichtweise, dass sie Opfer sein könnten. Deswegen macht eben auch das, was ich hier erzähle, Männer sind Opfer des Patriarchats, für so gut wie überhaupt keinen Mann Sinn. Es macht für die Frauen keinen Sinn, das zu erzählen, dass Männer Opfer des Patriarchats sind, weil sie sagen, wir sind doch das Opfer des Patriarchats. Aber für die Männer macht es auch keinen Sinn zu erzählen, weil der Opferstatus ihnen überhaupt nicht zugänglich sind. Also wenn ein Mann was nicht sein darf, dann ist es ein Opfer. Und ihm zu erzählen, du bist schon längst ein Opfer geworden, weil du bist nämlich ein klassischer Mann, der klassisches Mannverhalten zeigt. Daraus kann ich ablesen, dass dir als kleiner Junge Gewalt angetan wird. Diese Geschichte macht für einen Mann überhaupt keinen Sinn. Das ist so. Erzähl mir was vom Pferd. Ja. Erzähl mir was vom Mann im Mond. Vom Mann auf der Erde. So, somit mein sinnloses Gebrabbel, Ende over and out. Ich verschaffe mir hier nur Luft, weil ich gern Spaß daran habe, das zu artikulieren, was ich wirklich, wirklich denke, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Also meine ehrliche Meinung zu sagen, ohne Rücksichtnahme auf irgendwen. Das tut mir gut. Es baut die kognitiven Dissonanzen in meinem kleinen, verrückten Schädel ab. Es baut die Spannungen ab in meinem Schädel, dann geht es mir besser. Und ihr müsst euch den Scheiß ja nicht anschauen, wenn er euch schlecht tut. Ne? Ihr könnt ja immer wegschalten. Das ist doch toll. Ich finde das gut. Ich finde das ernsthaft gut. Und jeder, dem das schlecht tut, der so, möge dieses nicht wahrnehmen und möge dieses ignorieren und sich stattdessen andere Dinge antun. In diesem Sinne, ceterum censeo, democratiam esse sotienda.